Ja, also wir sind hier am Schloss Freudenberg und die Gruppe hat Sinne erleben. Das ist so eine Führung. Und der Sinn, wie ich es jetzt einfach mitbekommen habe, ist, Leuten zu ermöglichen, Sachen zu machen, Sinne zu erleben, die sie normalerweise vielleicht weniger zwar beanspruchen, aber nicht so deutlich wahrnehmen. Die Kugeln sind weicher, wie wir denken. Sie waren ganz leicht zu Hause. Schloss Freudenberg, ein Gesamtkunstwerk, auf den kürzesten Nenner gebracht. Und im Prinzip ist es der Versuch, ein Gebäude zu heilen, sanieren durch Kunst, so heißt die Projektskizze. Und sanieren durch Kunst kann man natürlich einerseits vielleicht ein Gebäude, das ist das Vorrangige, und andererseits kann man den Heilungsversuch ausdehnen auf die Menschen, die kommen. Und andererseits, denke ich, ist auch ein Stück weit eine gesellschaftliche Heilung inbegriffen. Ist einer von beiden krank oder an was liegt's? Oben blau. Und beides Mal steht es nicht auf dem Kopf. Beobachte mal, wohin euer Blick geht gerade. Schau mal, wie Auge. hoch ihr guckt. Ja. Ja? Die Sinne sind wichtig, weil wir die Welt um uns herum ja einfach irgendwie wahrnehmen müssen. Also zum Beispiel sehen, wo man hinläuft, oder sehen oder hören, mit wem man sich unterhält. Ich denke, sowas ist auch für die Kommunikation zwischen Menschen, ist es einfach auch ganz wichtig. So wird das Zwischenmenschliche, wenn man jetzt jemanden, den man total gut kennt, begrüßt und ihn zum Beispiel umarmt, das einfach auch zu fühlen. Ich denke, das ist einfach was, was total wichtig ist. Ein großer Wunsch ist, dass Menschen einander einander in einer Weise begegnen, dass sie merken, jeder, der mir begegnet, ist ein Wunder, ist absolut einmalig, trägt viele Seiten in sich, die ich gar nicht sehe, von denen ich nur annehmen kann, dass er sie noch entwickeln wird. Es geht hier auch sehr stark darum, über die Erfahrung der Sinne in ein neues Denken hineinzukommen. Und dieses Denken wird auch eine, mit Sicherheit, eine neue Wirtschaftsform hervorbringen können. Ja, ich sehe meine Zukunft auf jeden Fall in dem Bereich, dass man Wirtschaft verändern kann und Wirtschaft verändern muss. Und gerade da möchte ich meine Kraft und auch meine Ideen einsetzen. Also ein ganz wichtiges Element ist, den Blickwinkel zu verändern, nämlich erstmal, das klingt jetzt nach einem kleinen Schritt, ein wenig weg oder abzusehen von der normalen Sichtweise auf das Ergebnis zu schielen und hinzugucken, wie machen die Menschen etwas. Das heißt, wirklich auf den Prozess zu gucken und auf das Wie zu gucken, statt auf das Was wird denn da am Ende bei rauskommen. Und das ist der Moment, den man auf dieser Partnerschaukel in einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit sehr schön erfährt. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, die wir am Pendel, an dem Phänomen Schwingung schlechthin erleben können, dass wenn Sie etwas mit Kraft wollen, das ist ganz, ganz wichtig, das ist sozusagen der Schwung nach oben, dass Sie es dann auch wieder ein Stück weit in die Balance bringen müssen, ins Lot bringen müssen, indem Sie loslassen.